Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren mui saftigen Episode Let's Play Sons of the Forest. Schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt, ja? In der letzten Episode haben wir uns auf den Weg gemacht, haben endlich das Nachtsichtgerät und dann ist der Frau noch ein Blinky-Punkt aufgefallen. An dieser Location sind wir jetzt und da wollen wir rein, aber erst nach dem Intro. Viel Spaß! Und da sind wir wieder back in business. Hallo, Frau! Hallo! Wollte ich gerade angreifen, ehrlich gesagt. Weil ich so aussehe. Ja. So, ich hau mir aber noch schnell, bevor wir da reingehen, ein Epa rein und ein Energy. Ja, muss ich auch. Und dann geht das gut. Hast du noch Rüstung von diesen Monster-Dingern? Nö, alles was ich habe, habe ich angelegt. Aber alles gut. Alles gut, macht dir deswegen keinen Stress. Ich fang schon mal an mit dem Buddeln. Ja, ich kann dir nämlich noch was geben. Nee, nicht nötig. Alles. Ich hab noch 6 Stück. Ja, heb auf. Ja, weil du so wenig anhast. Ey, ich hab einen Anzug an. Das reicht doch voll und ganz. War das nicht hier? Ja, es war hier. Ja. So, Schaufel und Buddeln. Die keine Schaufel geholt haben, ne? Aber ja, gut, eine Schaufel ist jetzt auch nicht so wichtig. So oft muss man die nicht benutzen. Reicher, wenn es einer macht. Hast du nicht auch eine Gitarre? Nee. Die hast du alleine gefunden. Kann sie dir auch nicht geben, so wie es aussieht. Nee. Na, schade. Schade. Hä, du hast doch in der Episode gesagt, glaube ich sogar, da liegt die Gitarre. Oder? Nee. Nee, du warst, glaube ich, alleine in einer anderen Höhle. Nee, das war die gleiche. Weil ich musste da nochmal hin. Ich glaube, ich habe es übersehen, ja. Wegen dem Speicherstand. Ach stimmt, ich wollte die nicht mitnehmen. Weil ich das irgendwie useless fand. Wollte ich sie nicht mitnehmen. Och, abends für so ein Lagerfeuer, das ist doch nice. Ja, aber du hast ja jetzt eine. Tja. Arschkarte. Ja. So schön. Wird ja reichen, oder? Ne? Ne, du musst hier, glaube ich, auf die Seite noch. Digga! Jetzt. Hinter dir! Oh. Main Entrance B. Ich hab die Ruhe weg. Ich kann nicht abbrechen. Nein, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will Ares helfen. Ich will da nicht rein. Ich will wieder raus. Bleib drin! Oh. Geh ich grad raus. Gott. Stiege. Nein. Alter Schwede, wo kam die denn her? Ich hab ein Problem. Ich hab nichts mehr. Ich hab keine Munition mehr. Hä? Pistol, wechsel, mach irgendwas. Scheiße. Danke.
Ich liege wieder. Mann. Boah, das sind viel zu viele. Ja, versuch mir nochmal schnell aufzuheben. Fuck. Ich habe keine Ausdauer mehr. Komm zu mir, heb mich auf, Mensch. Ich weiß ja nicht, was du da gerade machst, ne? Aber. Okay, danke, danke. Ich versuche hier zu kämpfen. Gib mir die Wumme. Wo bist du? Wo bist du? Komm in meine Richtung, bitte! Ja. Hä? Ist doch erledigt. Der steht wieder auf. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr. Wow. Alter. Ja, Virginia, kam's ein bisschen zu spät, war zur Party. Was war das denn? Alter. Kam die auf einmal her? Ich buddel da diese Scheiße aus. Vor allem gehst du ganz geschmeidig. Ich öffne es erstmal, geh langsam runter. willst du noch die Dinger looten? Ja, auf jeden Fall. Hallo? Die bringen uns gerade Rüstung. Gratis. Warte. Ja. Das hab ich jetzt auch mitgekriegt. Internet. Wenn ich gebe, ist dir einfach. Nein, egal. Weiter. Hierhin. Ja? Ja. Ja, komm! Ja, alles gut. Oh, wir haben jetzt schon extra WLAN bei ihr am Handy ausgemacht, ne? Ich verstehe. Es sind zwei. Der bei dir. Der bei dir. Ja. Der bei dir. Ja. Jetzt. Alter Schwede, das waren aber ganz schön viele. Vor allem, die waren echt böse, du. Jetzt der andere. Alter. Ja, ich muss kurz noch suchen. Ja. Gut. Das war jetzt schon... Den hatten wir. Den hier hinten. Jo. Hast du? Ja. Ja. Er hat nicht gemacht, er hat... Oh Gott. Ja, gerade noch so. Boah. Ganz Lederlappen. Die eine Rüstung ist mir hier hinten hingeflogen, weil ich es nicht mehr aufheben konnte. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr wo. Alter. Ach, Virginia. Okay. Alter, leck mich am Arsch. Alter. Ich habe, glaube ich, keine einzige Munition mehr. Ja. Doch, ich habe 36 Schuss noch. Warum konnte ich denn nicht nachladen? Falsche Munition vielleicht. Okay. Das konnte ich nachladen, ja. Toll. Gut. Dann können wir ja jetzt, ne? Mhm. Meine Main Entrance B war das. Weiß ich nicht. Ja, ich sag's ja, weil ich es ja aufgemacht habe. Okay. Schon wieder Wasser. Das ist wie bei uns der kleine Bunker. Ah, ja. So ein kleiner Loop-Bunker. Was soll das denn nehmen? Das ist gut. Das heißt, dass es hier in dem kleinen Raum wahrscheinlich auch gleich den Drucker gibt, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, den gibt es. Ich nehme mal hier eine Fackel gerade zur Verstärkung. Ich sehe nämlich so gut wie gar nichts. Mhm. Hier ist ein Laptop bei mir. Ja. Wartungsbunker C. Munition für Pistol. Alter!
Der Bogen, der Bogen. Der Kompositbogen. Oh mein Gott. Stimmt. Oh, geil. Scheiße. Ja, nice. Ist so. Hat sich doch schon wieder gelohnt. Ja. Okay. Hochgehielt, fertig. Mehr gibt's ja hier nicht, oder? Nö. Hast du schon Schlitten? Ja, hab ich. Es gibt auch noch diese Tech-Mesh-Scheiße. Aber die bringt doch nichts wirklich. Ja, stimmt. Oder? Eigentlich. Gibt's sonst noch was? Nee, ich glaube, das war's. Geil, wir haben den Kompositbogen. Kommst du? Ja. Okay. Alter, aber das war eben eine derbe Überraschung. Ja. Die nicht angenehm war. Nee. Angenehm definitiv geht nicht. Echt anders. Junge, Junge. Okay, wo sind wir denn gerade? Wir sind... waren da. Wir bei dem... Okay, dann lass uns mal... Alter Schwede, Virginia. Irgendwann kriege ich hier einen Herzkasper noch, ne? Wo willst du hin? Ja, weiter. Weiter. Willst du zu diesem Schneegebiet? Da gibt's ja noch eine Höhle. Wenn man jetzt direkt hier weiterläuft, Richtung nee, andere ich Höhle möchte und dann auf die weiter? Andere Seite, wo der große See ist. Da wollte ich nämlich noch was mit dir abchecken. Als ich den Dings geholt habe. Komm mit. Okay, ja, ich lauf dir einfach hinterher. Ja, komm einfach hinterher. Wir umrunden den Berg. Darf ich kurz noch was essen und trinken? Klar. Gute Idee, dann mach ich das auch. Epa und Energy und dann Fetzer. Ich habe nur noch 3 Energies, ne? Echt? Alter, ja. Wir haben zu Hause alles voll damit, ne? Ja. Wäre geil, wenn ich das im Real Life so von mir behaupten könnte. Jo. Bist du soweit? Können wir? Ja. Nice. Du sagtest, du hast einen Schlitten. Ja. Okay, wollen wir uns da auf den Berg rauf jodeln? Dann brauchen wir nicht einmal drum herum rennen. Quasi. Ach. Ja, können wir machen. Nice. Damit hat sie Internet doch hat mich wieder lieb. Man kennt's. Du hast da jetzt aber schon seit Tagen das Problem, ne? Ja. Eieiei. Boah, ey. Aber das war echt ein Großangriff und ziemlich harte Monster. Vor allen Dingen, ich hab die letzten mit meiner Axt weggeholzt. Weil ich ja nicht nachladen konnte oder was weiß ich, oder es halt viel zu lange gedauert hat. Jetzt latschen wir quasi an der Höhle, wo wir gerade waren, dran vorbei. Mhm. Alter Schwede, was eine Aktion, Mann. Was eine muy kranke Aktion.
Und jetzt kommen wir hier nicht hoch, oder was? Das wäre jetzt der Kracher. Doch, da müsste es gehen. Oder auch nicht. Meine Kondition ist ein bisschen hinüber. Ah, du kommst da gut hoch. Perfekt. Genau. Und da wäre dann auch noch mal ein Blinky Bill, sehe ich gerade. Ah, ja, da ganz oben. Okay. Sehe ich. Kommt man hier hoch? Oh, gerade noch so. Ach, du bist da lang. Easy. Ja. Geil. Schlitten fahren, Freunde. Und ich meine die Höhle direkt da unten am See. Ja. Die würde ich gerne einmal abchecken. Die hatte ich gesehen, als ich das Katana geholt habe. Das Blinky Bill ist für dich das Katana. Quasi. Ah. Das kann sein. Ja. Ja, aber das Katana brauche ich nicht unbedingt. Warum nicht? Das, du unterschätzt das Katana. Es ist so die kranke Waffe einfach. 3-4 Gegner eben gerade von der halben Armee habe ich einfach mal weg aufgeschlitzt. Nur irgendwann hatte ich keine Kondition mehr, weil jeder Schlag verbraucht natürlich Kondition. Ja, okay, ja. Wenn du sagst, dass ich es unbedingt brauche... Ey, ich persönlich finde es stark. Ich finde es sehr, sehr strong. Aber wenn du sagst, nö, willst du nicht, dann halt nicht. Das war voll die schöne Aussicht. Hat was, ne? Ja. Oh, hier ist ein Lager. Hier ist ein Hänge. Oh, wir bauen einen zweiten Gleiter. Hey, kann ich das nicht nehmen und du? Und ich laufe. Ja, nee, wir können das. Ah, lol. Zwei Gleiter. Okay. Ja, deswegen. Ey, Schatz, wir fliegen. Ja. Geil. Fliegen. Oh, fliegen ist geil. Fliegen ist sehr geil. Feier ich gerade ein bisschen. Und spring. Nein. Musst aufpassen, dass du den nicht verlierst. Nein! Ich saß noch, ne? Du brauchst einen richtig steilen Hang. Ja, ich glaube, der hier wird nix. Du hast deinen Gleiter verloren. Nee, ich habe meinen Gleiter verloren. Das ist deiner. Hey, Digga. Okay. Ich glaube, der hier ist zu niedrig, oder nicht? Ja, eigentlich nicht. Komm mal mit. Wo bist du? Ja. Da. Hier oben. Ich verliere schon wieder einen Gleiter. Es ist sau schwer, den in den Händen zu halten. Und dann fliegen wir quasi. Einmal um die. Um den Berg drumherum, ja. Mhm. Ja, geht. So. Muss Anlauf nehmen und dann geht's. Bist du in der Luft? Nein. Anlauf nehmen, springen mit dem Ding. Ja, aber ich verliere ihn die ganze Zeit nur. Ja, was ist das? Dann folg mir mal. Warte. Nein. Ja, nimm den. Oh, Gottes Willen. Komm mit. Hier ist ein leichterer Hang. Gehen wir nach oben. Hab da was gespottet for you. Hey,
Alter. Ist gar nicht so einfach, ne? Sei ja. Hi. Da vorne, dieser Abhang. Ja. Der müsste ja wohl gehen, oder? Ja, jetzt mal ernsthaft. Hoffentlich, ja. Ja, klar. Bin da zuversichtlich. So, einfach laufen und springen dann, ne? Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Ich fliege. Ich nicht, ich hab verkackt. Nein, 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 nein. Oh, gib mir das Ding. Was ist denn jetzt mein Problem? Ich habe verkackt. Ey. Land nochmal. Nein! Flieg doch einfach da jetzt hin. Es war schon ein Problem, dich hier. Jetzt sah nicht, du bist gelandet. Ja, aber ich bin oben gelandet. Ja, ich sehe dich. Ja, so. Wir mit dir zusammenfliegen und nicht alleine, weil alleine. Alleine fliegen ja. Ist doof, ja. Außerdem weiß ich nicht, wo du dann landen kannst und ich bin dann am Arsch der Welt. Einfach da am See. Das ist nicht das Problem. Hi. Hallo. Ich hab schon wieder den. Ja. Ey. Ja. Dann. Okay. Bei mir steppst du wieder auf der Stelle. Jo. Geht doch, ey. Okay, Freunde. Was eine Geburt. Hallo, Frau! Bist du? Rechts neben dir. Ich überhole dich gerade. Warum überholst du mich? Weil ich schneller bin als du. So. Ja, weil du die ganze Zeit runterfliegst. Ist das der See? Da brauchen wir noch ein bisschen. Okay, sind gleich schon da. Alter, wie schnell das einfach mit dem Glider geht, ne? Mhm. Wieder? Ich glaube, ich bin falsch geflogen. Egal, wo wir sind, es ist falsch. Weiter links bleiben müssen, egal. Versuch da nicht abzustürzen. Fuck. Ich dachte, der eine See ist das nicht. Weil das so komisch aussah, weißt du, was ich meine? Mhm. Bist noch hoch genug? Ich bin schon hoch, aber... Du kannst aber auch nicht mehr so rüberziehen, ne? Zum See direkt. Ich glaube nicht, ne. Alter, hier sind, jetzt hinterher. Hier sind nur Steilklippen. Ich würde sagen, da vorne auf dem Strandstück, da landen wir. Den Glider können wir ja mitnehmen dann. Es ist nur schade, dass man den nicht einpacken kann. Ich versuche nochmal an Höhe zu gewinnen, aber ich glaube, das kann ich knicken. Ja, ich krieg keine Höhe mehr rein. Wo bist du? Gelandet? Ich... Red doch mal mit mir! Ich lande jetzt hier. Hi. Ja, dann lande. Okay. Keine Angst. Du gehst... Ein Moment. Du gehst dabei nicht drauf. Also... wenn ich dabei noch nicht drauf gegangen bin, tust du es auch nicht.
sind noch ein paar Kisten. Also okay, die sind aber leer. Komm, lande. Lande doch. Okay. Okay. Ja, hier kommen wir auch wieder hoch. Was eine verfickte Steilklippe ist das bitte? Junge, Junge. Vor allem, wenn wir wieder durchgeflogen sind, es war schon nice. Es sah schon geil aus, ne? Ja. Die Einlage war zwar null geplant, aber hey, egal. Achte darauf, dass du nicht springst, sonst verlierst du den Glider. Mhm. Zumindest in den meisten Fällen. Auch schön hier. Also, jetzt mal ernsthaft. Wo sind wir eigentlich? Am Arsch der Welt. Aber wir laufen richtig. Kann man beim Glider eigentlich auch die Map rausholen? Nee, ne? Ja. Kannst doch, du. Kann man. Beim Glider geht das, ja. Deswegen habe ich mich ja auch versucht, daran zu orientieren. Cool. Was super gut geklappt hat, Kapi. Aber komm, ach. Ey. Der Flug war trotzdem schön. Ja. Definitiv. Ich bin zum ersten Mal so wirklich lange geflogen. Ja. Ich habe meinen Glider verloren. Bleib bei mir. Das war ein richtig schöner Rundflug, auch wenn ich den Start übertrieben verkackt habe. Und uns an die falsche Stelle gelotst habe. Aber so vom Zeitziehen her war das echt ein Träumchen. Mhm. Ah. Ist eigentlich ganz geil, dass du gut mit der Axt klarkommst. Weil ich glaube, sonst bräuchte man nämlich auch wieder rund 2 Episoden, bis du das Katana hast. Weil ich nicht weiß, wie viele Gegner da gerade wieder sind. Ja. Und seit der Nummer gerade mit dem Bunker bin ich ein bisschen skeptisch. Mhm. Hier liegt ein totes Reh rum. Warte mal, lass mal hier speichern. Ja. Alter, wir können hier auch die Nacht einfach skippen, furztrocken, weil es wird eh dunkel. Also willst du jetzt die Nacht skippen, oder wie? Ja. Wir haben erst 16 Uhr. Na, okay. Aber speichern tun wir. Und okay. Freunde, weiter geht's auch erst in der nächsten Episode. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, positive Bewertung da lassen wir ein Träumchen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken, Partner zu Gaming, Triebwerk und der Merch sind verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüdü.